Das Spannende an Tikov-Prognosen ist, dass wir tatsächlich die Meinung von sehr vielen Unternehmern hier einbeziehen können. Wir machen nämlich auch gleichzeitig bei uns in der Kof Umfragen. Wir haben ein Panel von über 11.000 Schweizer Unternehmen, die also regelmäßig, monatlich, vierteljährlich befragt werden. Und diese Art von Input ist einmalig in der Schweiz. Und diese Input wird tatsächlich da auch verwendet in der Prognosebetrieb. Unsere Experten gucken sich diese Ergebnisse an, verwerten das mit ökonometrischen Modellen und können daraus dann eine Prognose für das laufende und auch das kommende Jahr entwickeln. Und so eine Prognose kann dann auch dadurch auch sehr detailliert werden. Es ist nicht nur die Wertschöpfung, das Wachstum der Schweiz, was wir prognostizieren, sondern auch sehr viele andere Komponenten, wie zum Beispiel Arbeitsmarktbewegungen, auch individuelle Reaktionen im Vermögensbereich, also wie sich die Zinsen weiterentwickeln. Das ist also in dem Sinn sehr, sehr spannend und sehr viel umfassend. Das heißt auch, dass wir bei uns sehr viele makroökonomische Daten sammeln müssen, nicht nur die Umfragedaten selber, die wir also selber erheben, aber auch Informationen aus der Schweiz selber heraus oder aus dem internationalen Umfeld. Weil die Schweiz ist ja eine kleine offene Volkswirtschaft, das heißt, wir sind sehr stark geprägt durch das Wirtschaftsgeschehen im Ausland und das muss natürlich mit in diese Prognose reinfließen.